War dann aufgenommen, so ein bisschen so eine Diskussionsrunde und so. Geil. Any noobs with boobs? Any noobs with boobs? Okay. Schöner Spruch. Ja, Boobs sind immer geil. Ne? Boobies. Yay. Ich darf auch nicht so rumschreien, ey. Meine Eltern sind schon am Pennen. So. Yes, suck my Harry Potter. Oh nein. Heute, hört doch auf. Ja, auf jeden Fall nein, aber alle am Schlafen hier, da kann man noch nicht so rumschreien. So. Aber trotzdem, komm. Machen wir jetzt mal. Ja, holen wir uns die hier. Oh, da kommen aber einige, aber wir sind mehr. Holen wir uns den hier. Oh Mann, kein Blut mehr. Ja, das passiert. Ich bin gut versichert. Sowas passiert halt eben manchmal. So, den schnappen wir uns jetzt. Bam! Jawohl, ersten Gegner zerstört. Fliegt mir nicht rein, ey, Kollege. Okay, ich stehe auf dem Kopf. Ah, scheiße! Ach, Mist! Ich hab gedacht, ich bin wahrscheinlich gegen den Pfeiler da geflogen. Ach, scheiße, geht das jetzt schon wieder los, oder was? Meine Fresse, geht das jetzt schon wieder los? Mal einen Schluck mit Wasser. Ein bisschen die Stimmbänder ölen. Boah, ich merke das immer noch, dass ich krank war. Ich merke das immer noch. So, nein, nicht vom Server trennen. Nochmal eine Runde. Dann wollen wir mal. Ja, Mai, da wollen wir mal. So, dann wollen wir mal gucken. Ich habe jetzt gerade nicht auf die FPS-Zahlen geachtet. Hat sich aber besser angefühlt, auf jeden Fall. Man hat so diese FPS-Zahlen eigentlich auch so ein bisschen im Gefühl. So man, also gut, man sieht es ja auch, wenn es ruckelt, so, aber. Auch wenn man nicht wirklich. Ich laber Scheiße. Egal, vergiss, was ich gesagt habe. Okay, aber Nationalpark, das hatte ich, glaube ich, noch gar nicht, die Map. Sieht mir auf jeden Fall unbekannt vor. Kommt mir jetzt nicht bekannt vor. Aber sieht schön aus, die Map. Schön. Ist wirklich schön, okay. Ja, dann wollen wir mal gucken, was wir jetzt so reißen können. Ja, 13 FPS sieht gut aus. Ja, 12 FPS, das ist okay. 11 FPS, ja, das reicht. Ping ist zwar etwas hoch, aber... Ja, 55er Ping, ja, 71 geht ja noch einigermaßen. Das geht ja noch. Ich finde persönlich, World of Warplanes hat echt ein bisschen höhere Grafikansprüche als World of Tanks. Also ich meine, bei mir läuft World of Tanks mit 30 FPS auf höchsten Einstellungen. Okay. Dann holen wir uns jetzt den hier.
mein Gott. Ich habe immer so das Verlangen, dann so nach vorne zu drücken, weil es mir manchmal nicht schnell genug geht. Oh, und jetzt merkt man schon wieder, dass die FPS-Zahlen so ein bisschen einbrechen. Oh, ich werde hier auch... Oh, scheiße. Das hättest du nicht machen sollen. Schnapp ich mir nämlich dich. Oh, ich werde hier aber von... Ja, ist hier kein anderer mehr? Scheiße, da kannst du doch... Da kannst du nichts machen, wenn da so viele sind. Ja, kein anderer von mir. Ja gut, ich war nur drei am Leben. Ja gut, okay. Aber auch wieder blöd gelaufen. Ey, scheiße, ey. Was habe ich denn jetzt wieder für Teams, ey? Das ist das, wenn man so richtig Public spielt. Das ist richtig blöd. Ich habe heute auch mit einem Abonnenten von mir World of Tanks gezockt zusammen. War richtig geil. Also wenn man so solche Spiele zusammenspielt, ist das richtig geil, aber das macht einiges aus an Teamplay. Aber wenn nicht, dann hast du echt ein Problem. Also wenn das Team nicht zusammenspielt und die nicht einigermaßen teamfreundlich spielen, dann kannst du das schon vergessen. Finde ich aber auch manchmal auch schade, weil manchmal hast du echt so gute Runden, schießt ein paar Flugzeuge ab und dann die anderen verkacken's. Und dann stehst du am Ende gegen 5, 6 Flugzeuge und da kannst du nichts machen. Ganz ehrlich, wenn dir drei am Arsch hängen, kannst du nichts machen. Was auch noch geil ist, wenn dir zwei am Arsch hängen und da sind dann auch noch... Ja, ist egal. Will ich mich jetzt nicht drüber aufregen. Ah, auf jeden Fall geil. T2 gegen Dingens. So. Ah ja, und wo ich mit euch drüber reden wollte, war MPD-Verbot. Habt ihr ja auch mitgekriegt in den Medien und so. Wurde ja schon vielfach diskutiert und naja. Also wenn man mich jetzt zu meiner Meinung fragt dazu, ich finde es persönlich jetzt, naja, also ich bin in keinster Weise einverstanden mit der Meinung der MPD. So, aber ich meine, verbieten. Ja, das ist wieder so eine Sache. Ich meine, im Grunde genommen bringt es nichts, eine Organisation zu verbieten. Man muss in den Köpfen der Leute anfangen. Weil ich meine, wenn du einfach in eine... also nur weil du jetzt die NPD verbietest, verbietet man damit keinen Nationalsozialismus. Das muss man einfach ganz, 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 ganz klar sagen. Und das ist halt auch so, manche Politiker denken da ziemlich einsinnig, weil ich meine, die denken, wenn wir jetzt die NPD verbieten, dann haben wir den Rechtsextremismus und das Nationalsozialismus, verbieten wir damit oder wir schneiden damit richtig ein, weil im Grunde genommen ja, macht nichts, ich bin nicht versichert. Im Grunde genommen bringt es aber nicht wirklich viel, weil die Leute haben immer noch ihr Gedanken gut im Kopf. Und gut, klar, das ist, man zerlegt da so Strukturen, aber das ist nur so von kurzer Dauer, weil so, solche Leute organisieren sich dann anders. Und im Grunde genommen würde dann die FPD auch bestehen bleiben, sie würde nur nicht mehr offiziell als Partei. Ach nee, Junge, flieg mir doch nicht rein! Ja, auf jeden Fall, die NPD würde dann nicht mehr als Partei fungieren, sondern würde sich dann in den Untergrund verziehen. Also ich denke mal nicht, dass dann so sich dann diese Funktionäre, die dahinter stehen und die dann da diese NPD-Feste und alles so, die Konzerte, diese rechten Konzerte organisieren, dass die dann sagen, ja, wir sind jetzt nicht mehr, also wir machen das jetzt nicht innerhalb einer legalen Partei, sondern wir machen das jetzt, die würden das dann wohl nicht mehr im Namen der Partei machen. Und ja, man würde die Strukturen zwar zerschlagen, aber ich denke, das wäre nur von ganz, ganz kurzer Dauer. So, weil ich weiß ja nicht, was ist da eure Meinung? Also, so. Im Grunde genommen, Dummheit kann man nicht verbieten. Das ist einfach so die Sache.
Und im Grunde genommen, wenn man dann auch noch die juristische Sache bringt, ins Spiel bringt, wenn wir die MPD in Deutschland verbieten, dann kann das sein, dass die MPD dann klagt vor dem Europäischen Gerichtshof. Und die haben da so ein paar andere Maßstäbe, wo die das dran festmachen, wann eine Organisation verboten wird und wann nicht. Und das hängt auch damit zusammen, wie gefährlich ist diese Organisation für die Demokratie. Und ich weiß nicht, also ich persönlich empfinde jetzt die MPD nicht wirklich als Gefahr. Also ja, also ich meine, gut, das ist eher so ein Dorn im Auge als eine wirkliche Gefahr. Also die MPD ist einfach der Regierung ein Dorn im Auge und aber keine wirkliche Gefahr. Also stellt keine wirkliche Gefahr da mit den 2-3%, die da mal kriegen und die mal ab und zu 1-2 Sitze in irgendeinem Landtag haben. Das ist nicht wirklich, das ist keine wirkliche Gefahr. Fall keine Gefahr der Demokratie. So, und wenn wir sie dann verbieten und da kriegen sie recht, dann bringt es erstmal, dann wird ja unser Urteil revidiert, weil Europarecht geht vor Europarecht geht vor ja, passiert, was war das? Ja, gerade ist mir irgendwie so ein Browser aufgegangen, weiß ich auch nicht warum. Ja, das hier, ja, ich bin gut versichert, lass mich. Ne, auf jeden Fall, auf jeden Fall, dann würde das Urteil erstmal revidiert werden, also annulliert werden. Und dann könnten die MPD sagen, die böse deutsche Bundesverfassungsgericht hat uns verboten, aber das ist eigentlich nicht rechtsmäßig. Ich weiß nicht, ob man sich die Blöße geben muss. Weil damit kriegt man den ganzen auch wieder noch über Wasser. Die gewinnen dann noch mehr über Wasser und haben sozusagen einen Legitimationsgrund in Frage. So. Können sie dann nämlich sagen, ja, sind doch gar nicht so schlimm, die Europäische Union hat nicht... Oh, das tut mir leid, Entschuldigung. Tut mir leid. So, und ja. Aber ihr könnt da gerne auch mal eure Meinung zu den in den Kommentaren schreiben, so was ihr davon haltet und so MPD-Verbot und so. Ja, meine Formulierungen waren jetzt ein bisschen wild, weil ich musste mich so ein bisschen aufs Zocken konzentrieren. So, aber ich hoffe, man hat es einigermaßen verstanden. Wieder down, aber wir haben den einen da kaputt gemacht, das war auch scheiße. Okay. Och nee, was soll das denn jetzt? Ist doch nicht, World of Planes ist jetzt wieder abgeschmiert. Oh ne, Leute, geht doch jetzt nicht, oder?